Ich hoffe, es schmeckt euch. Danke. Also. Sally und ich wollten euch übrigens was sagen. Ha! So ein Zufall! Zufall? Um was geht's denn? Nichts Wichtiges. Was Blödes. Also wir auch? Ihr auch? Wir wollten euch nämlich auch etwas sagen, was Blödes. Echt? Nein. Na dann, ihr zuerst. Also... Nein, ihr zuerst. Wir haben nein, überhaupt wir nichts dagegen, wenn du anfängst. Gerne. Nein, mir wäre wirklich lieber, wenn ihr... Ihr! Wir wollten uns bei euch entschuldigen, Salvi und ich. Warum? Uns ist klar, dass wir euch möglicherweise gestört haben. Wann? In der Nacht. Beim Sex. Ihr? Ja, wir haben Sex. Ja, klar, wer nicht? Und ab und zu sind wir da eben ein bisschen lauter. Wir versuchen uns zusammenzureißen, aber wenn man die Kontrolle verliert. Also wenn es mal zu laut gewesen ist, es tut uns leid. Ach, das kann wirklich jedem passieren, oder? Stimmt. Euch hören wir nie. Nein, weil wir haben von euch ja auch nie was gehört. Stimmt's, Thomas? Nie. Ich schlafe wie ein Stein. Du lügst. Lüg? Er? Ja, du bist ein Lügner. Er meint, wir wissen, dass du es warst, der angerufen hat. Einmal. Dreimal. Hä? Aber kein Problem, es war völlig okay. War ja auch eine turbulente Nacht. Du hast sie angerufen? Salvi hat die Nummer gegoogelt. Ja, du hast angerufen, wir haben abgenommen und du hast aufgelegt. Hä? Anna, aber es war ja auch unsere Schuld. Wir waren einfach viel zu laut. Jetzt guck nicht so. Seit Monaten reden wir über ihre Orgasmen. Ihr redet über unsere Orgasmen? Naja, also wir reden über alles Mögliche und ab und zu auch über eure Orgasmen. Ab und zu? Jede verdammte Nacht. Aber sie hatte Angst, dass, wenn wir etwas sagen, du aufhörst mit deinen atomaren Orgasmen. Das ist wirklich lieb von euch. Mhm. Danke, Anna, aber... Das ist nicht Lisa, diese atomaren Orgasmen. Ach nein? Nein. Nein, das war dann wahrscheinlich Katharina. Mhm. Und Katharina ist? Eine Freundin. Ah, und sie wohnt auch in Drogen. Mit Lukas. Lukas? Ihrem Freund. Und die Sache mit Lukas ist... Er grunzt. Laut. Ja, wie ein Büffel. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Wen? Den Büffel, Anna. Den Büffel. Und die Male, wo es extrem laut gewesen ist, das war... Ab und zu haben wir Gruppensex. Okay. Also wirklich nur ab und zu. Okay. Ab und zu. Okay. Zigarette. Yep. Ich hab hier. Oh. Ah. Na dann... Machen wir die nächste Mieterversammlung doch bei euch. Wir haben ein Schlafsofa. Ah, praktisch. Naja, wir haben es auch schon mal auf dem Teppich gemacht, aber das... Ja, bei gewissen Stellungen. Hey! Was soll ich spielen? Finger weg! Mach ihn zu! Sofort! Also, Lukas und Katharina aus Drogen. Ja, wir vier sind der harte Kern. Manchmal steigen noch andere Paare ein, aber immer Leute, die wir kennen. Und wir lernen dazu. Und
Haben Fun. Ja. Oh, man macht's nie, oder? Aber wenn man es mal probieren würde, dann würde es einem vielleicht total gefallen. Ich weiß nicht. Oh ja, definitiv. Das Aphrodiasikum fängt dann zu wirken. Ne? Aber es ist auch klar, dass nicht jedes Paar ready ist für so eine Erfahrung. Ready? Die Beziehung muss stabil sein. Ach, verflixt. Ich meine, wir switchen die Partner. Oder haben einen Dreier. Ah, oder haben eine Orgie. Aber nie mit mehr als 8. Logisch, ja, das... Einmal sind wir 10 gewesen. Ah, am Geburtstag. Von Katharina. Ach so, ja, klar. An meinem Geburtstag habe ich auch gerne viele Leute um mich.